Rapid ist zu sagen, im Sommer gab es Millionenträume, die allerdings geplatzt sind. Dann der UI-Cup-Auftakt, zuletzt 3:1 gegen Slovan Bratislava auch gelungen. Man hat sich gut verstärkt. Hofer, Kavlak sind noch bei der U20-WM. Wir zeigen Ihnen ja heute noch das Spiel. Peter Backholt, erstmals mit Rapid die gesamte Saisonvorbereitung, mitgeredet bei den Transfers. Was dürfen wir uns erwarten von Rapid? Alles ist möglich, wirklich. Herausforderer, so wie der Austria von Salzburg. Hat im Winter eine Vorbereitung schon mitgemacht, hat ein gutes Frühjahr gespielt. Ich glaube, sie sind toll im Rennen. Die große Frage bei Wacker Innsbruck, was ist neu außer dem Namen? Zum einen einmal der Trainer Lars Söndergaard, vom Regen in die Traufe. Wie groß ist seine nächste Baustelle? Ja, ich glaube schon groß, aber eine seriöse Baustelle, auf der man ganz gut arbeiten kann. Gut, damit kommen wir zu unserem letzten Spiel am heutigen Tag. Rapid ist 15 Heimspiele unbesiegt, Innsbruck dagegen in den letzten 15 Auswärtspartien. Nur ein Sieg gelungen, da haben wir also fast genau das Gegenteil. Die Wiener haben zuletzt im UI-Cup spielerisch überzeugt. Das sieht nach klaren Vorzeichen aus, scheint alles für Rapid zu sprechen. Wie es wirklich gelaufen ist, weiß jetzt Christopher Ryan. Gegen Wacker Innsbruck spricht auch, dass sich Pavlovic beim Aufwärmen verletzt. Für ihn spielt im Innsbrucker Tor Pascal Grünwald, neu von Paschen gekommen. Übrigens der einzige Neue bei Wacker Innsbruck zu Beginn. Zwar spricht alles gegen die Tiroler, dennoch haben sie die erste Chance. Pass von Koloschek, Aganon und das 1:0 für den Außenseiter schon in Minute 3. Ganze 4 Tore hat Stürmer Aganon in der letzten Saison erzielt. Damit bester Torschütze bei Wacker gemeinsam mit 3 Kollegen und keine Stürmerkrise in der Anfangsphase. Wacker führt 1:0. Übrigens nach einem Stellungsfehler von Thonhofer. Der frühe Rückstand macht auch Rapid-Trainer Peter Backholt nachdenklich. Aber nur 4 Minuten später aus einem Eckball von Boskovic diese Möglichkeit und einer von 2 Neuen bei Rapid in der Grundaufstellung, nämlich Jürgen Patuka von Mattersburg, gekommen an die Stange. Der zweite Neue, der Finne Häkkinen im defensiven Mittelfeld nach Verletzung von Tokic, Patuka gemeinsam mit Hieden in der Innenverteidigung. Viertelstunde vorbei, Korkmaz und wieder ein Kopfball als Gefahr für Grünwald. Bilic scheitert am Innsbrucker Torhüter und daraus ergibt sich dann gleich noch die nächste Chance für Basina. Aber auch der vergibt erste Rapid-Chance aus dem Spiel heraus. Dann eine Szene mit multiplen Folgen. Aganon steigt Hieden auf die große Zehe. Beide verletzen sich dabei. Hieden Verletzung am Zehengelenk. Aganon bleibt länger liegen, überknöchelt sich. Und mit einem Mann weniger der nächste Eckball, diesmal von links, diesmal von Korkmaz getreten. Und diesmal der Ausgleich. Jürgen Patuka im ersten Spiel für Rapid. Gleich der erste Treffer, sein insgesamt 7. Bundesligator. Aber das Besondere dabei, das erste mit dem Fuß erzielt. Was für ein Einstand für den Mann, der in der Rapid-Jugend gespielt hat, jetzt wieder nach Hütteldorf zurückgekehrt ist. 11 gegen 10 und der Ausgleich nach 31 Minuten. Nicht untypisch, denn Rapid großteils aus Standardsituationen gefährlich. Dann muss eben Orosz rein für den verletzten Aganon, von den Red Bull Salzburg Amateuren gekommen. Und auch Hieden muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt der Ex-Tiroler Hannes Eder. Rapid in der Schlussphase der ersten Hälfte klar besser, auch spielerisch inzwischen wieder zumindest ähnlich wie im UE-Cup. Und Korkmaz scheitert bei seinem Stangepass. Das Ganze schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, der folgende Eckball. Und Boskovic vergibt noch eine Riesenchance vor der Halbzeit. Da Söndergaard kann vor allem mit dem Ergebnis, weniger mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein. Erste Viertelstunde nach der Pause wenig ereignisreich, aber dann das hier. Diese Auseinandersetzung zwischen dem eingewechselten Hannes Eder und dem ebenso eingewechselten Peter Orosz.
dann erst nach Verzögerung wird abgepfiffen. Schauen wir genau, was passiert ist. Achtung auf den rechten Ellbogen von Hannes Eder. Trifft Orosz. Schiedsrichter Messner erkundigt sich bei seinem Assistenten und der sagt ihm genau, was passiert ist. Hat das gut beobachtet und es gibt völlig zu Recht die erste rote Karte in dieser Saison für Hannes Eder. Für ihn schon der insgesamt vierte Ausschluss in seiner Bundesliga-Karriere. Kurioserweise einmal mit Tirol gegen Rapid im Hanapi-Stadion. Er will es nicht wahrhaben und einer, der es gar nicht wahrhaben will, ist Peter Parkholt. Lässt sich überhaupt nicht beruhigen. Steht's auf, geht wieder hin, schreit weiter und das Ganze wiederholt sich noch einmal ab. Diesen Zeitpunkt herrscht im Hanapi-Stadion atmosphärischer Giftalarm. Rapid bringt Stefan Kulowitz für Basiner, zieht Heikkinen in die Abwehr zurück. Und ein bisschen Verwirrung herrscht in der Rapid-Abwehr. Da kommt nach einem Gestocher Orosz noch zu einer Chance. Das hätte vielleicht die Entscheidung für Wacker Innsbruck sein können. Ganze 17 Minuten vor Schluss. Acht Minuten vor Schluss. Dieses Foul von Matthias Hattenberger an Heikkinen bringt Gelb. Und genau 26 Sekunden später das nächste Foul an Korkmaz. 26 Sekunden, zweimal Gelb, ergibt Gelb-Rot. Auch für ihn der insgesamt vierte Meisterschaftsausschluss inklusive Rezagliga. Ein kartenreiches Spiel, einmal Rot, einmal Gelb-Rot, dazu noch sechsmal Gelb. Damit die letzten 7 Minuten wieder 10 gegen 10. Und noch eine Chance für Samwald. Peier rettet zum Eckball. Nur eine Minute später, 87. Sehr schöne Aktion. Und ebenso schön abgeschlossen. 2:1 durch den Montenegriner Branko Boskovic. Sein drittes Bundesliga-Tor für Rapid. Ein wichtiges zur Freude von Peter Parkholt. Und eine wunderschöne Aktion. Eingeleitet von Thonhofer, der bis dahin eher glücklos agiert hatte. Dann herrlich weitergeleitet von Bilic. Stellungsfehler, nicht der erste in der Innsbrucker Innenverteidigung. 2:1. Aber noch immer ist dieses spannende Spiel nicht entschieden. 5 Minuten werden nachgespielt und in der 93. Minute leitet Mader diese Möglichkeit ein. Die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich für Koloschek. Gescheitert an Peier. 95. Minute. Sieht hier nach Foul aus. Aber Schiedsrichter Messner lässt weiterspielen. Innsbrucker Verteidigung natürlich offen in der Vorwärtsbewegung. Die Chance für Bilic. Grünwall rehrt ab. Hoffmann setzt sich durch und der Kapitän nach der Auswechslung von Heden entscheidet die Partie mit dem 3:1. Riesenjubel bei Peter Parkholt. Drittes Saisontor nach den 2 Treffern im UI Cup für Hoffmann. Wacker Innsbruck hat nunmehr in 20 Bundesliga-Partien nur einmal gewonnen. Rapid feiert nach Auftaktpleiten in den letzten beiden Jahren einen hart erkämpften 3:1 Erfolg gegen Wacker Innsbruck. Rapid also zum Auftakt siegreich, Peter Stöger, im St. Hanapi Rapid nach wie vor eine Macht. Ja, ganz klar, das hat man gesehen. Trotzdem glaube ich, die Tiroler werden nie wieder so nah dran sein, hier Punkte zu machen. Die Interviews nach einem Spiel mit aufgeheizter Stimmung hat mein Kollege Bernhard Stör geführt. Hat Wacker Innsbruck ein Wien-Trauma? Ja, schon langsam glaube ich es auch. Wir haben jetzt so oft auch gespielt und die Spiele gleichen sich eigentlich alle. Wir spielen immer ganz gut, aber am Ende reicht es nicht und es soll sich langsam beheben lassen. Eine spielentscheidende Szene auch, die gelb-rote Karte gegen Hattenberger. War das der Umschwung? Ja, natürlich war das auch eine ausschlaggebende Situation. Man weiß, heute war eine sehr angespannte Lage für den Schiedsrichter. Es war eine sehr heiße Stimmung. Es ist halt natürlich so, für uns ist es sehr schade, wir waren an mehr, wir haben eigentlich das Spiel relativ gut in den Griff gehabt und dann so eine Entscheidung, es ist bitter für uns. Ja, der Schiedsrichter hat bis dahin sehr gut gepfiffen und innerhalb von 30 Sekunden eigentlich seine Leistung meines Erachtens zerstört. Wie viel Nerven haben Sie denn verbraucht auf der Trainerbank?
da verbraucht man sehr viel Nerven, vor allem bei einer Entscheidung, wo ich die Regelkunde nicht gekannt habe, dass wenn ein Foul passiert und wir im Ballbesitz dann trotzdem Freistoß für den Gegner ist. Darum habe ich mich da so fürchterlich aufgeregt. Aber das hat man halt dann, ist mir dann gesagt worden.